Wer als Trader oder Investor nachhaltig erfolgreich sein will, braucht ein stringentes Risikomanagement. Viele Trader und Investoren setzen deswegen an bestimmten Punkten ein Stop-Loss, um ihre möglichen Verluste zu begrenzen. In diesem Video will ich dir einen Indikator in TradingView vorstellen, der dir automatisch per Knopfdruck den bestmöglichen Stop-Loss vorschlägt. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und will durch meinen Kanal und meine Online-Kurse helfen, dass du das auch schaffst. Ich bin jetzt im Tageschart von Apple hier in TradingView. Das habe ich einfach willkürlich mal ausgewählt, um dir zu zeigen, welchen Indikator ich meine und wie er funktioniert. Was habe ich hier gemacht? Das ist ein Tageschart von Apple, das siehst du an den grünen und roten Kerzen, also der Tagesverlauf aus dem letzten Jahr. Und ich habe jetzt hier mal als Indikator erstmal den gleitenden einfachen Durchschnitt mit der Periodenlänge 20 ausgewählt, also den 20er SMA, weil viele Trader und Investoren sich auch beim Stop-Loss an solchen gleitenden Durchschnitten orientieren. Nehmen wir also jetzt einfach mal an, wir hätten einen gängigen gleitenden Durchschnitt wie den 20er genommen und würden sagen, in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis unter den 20er Durchschnitt fällt, dann steigen wir aus aus unserem Trade, weil das ist unser Stop-Loss. Und wenn er dann wieder nach oben über den Durchschnitt kreuzt, dann können wir wieder einsteigen. Wir sehen aber, dass solche Methoden ihren Nachteil haben, weil man dann leicht immer wieder ausgestoppt wird. Hier zum Beispiel nach diesem langen Aufwärtsschub würde man hier rausgehen. Hier wäre man irgendwo wieder reingegangen, weil der Preis über dem Durchschnitt wieder gekreuzt hat. Dann wäre man hier schon wieder rausgeflogen. Man geht hier rein und hier würde man ausgestoppt, obwohl sich hier eine wunderbare lange Aufwärtsbewegung anschließt. Ähnlich hier, hier und hier. Immer wieder würde man ausgestoppt, weil der Preis ganz kurzfristig mal unter diese willkürlich gewählte Stop-Loss-Marke schließt. So, was könnten wir nun machen, um diesen Stop durch eine bessere Methode zu ersetzen? Vielleicht hast du von dem Average True Range Indikator schon mal gehört. Den findest du bei TradingView hier unter Average True Range und in der Regel auch unter deiner eigenen Trading Software. Der ist eine solche Linie. Ich mache den mal ein bisschen fetter, damit wir den besser erkennen und lesen können. Und was siehst du jetzt hier? Was zeigt uns nun dieser ATR an? Er zeigt uns die Schwankungsbreite des angezeigten Finanzinstruments über die entsprechende Periode an, und zwar den entsprechenden Durchschnitt. Und wir sehen, also es gibt hier Tage oder Zeiträume, in denen der Indikator einen relativ hohen Wert ausweist, wie hier. Was bedeutet, dass er im Moment in den letzten 14 Tagen relativ starke Schwankungen vollzogen hat. Während wir hier unten sehen, dass der Preis in dieser Periode relativ niedrige Schwankungsbreiten aufweist. Und wir können jetzt uns anhand des ATR orientieren, um einen passenden Stop-Loss auszuwählen, damit wir nicht alleine aufgrund des Marktrauschens, also der durchschnittlichen Schwankungsbreite, schon ausgestoppt werden. Wie machen wir das? Normalerweise nimmt man den letzten aktuellen Wert des ATR. Jetzt gehe ich mal in die Gegenwart. Wir sehen, die Schwankungsbreite hat in den letzten Tagen zugenommen. Wir sind jetzt hier bei einem Durchschnittswert von 3,36 Dollar für die letzten 14 Tage. Und wenn wir jetzt nicht einfach durch normales Marktrauschen ausgestoppt werden wollen, dann sollten wir diesen ATR-Wert mindestens mit 1,5, vielleicht auch mit 2 multiplizieren und dann dort unseren Stop-Loss setzen, um nicht vom allgemeinen Marktrauschen gleich ausgestoppt zu werden. In dem Fall würden wir also 3,36 Dollar multiplizieren, sagen wir mal der Einfachheit halber jetzt hier mit 2, dann wären wir bei 7,72 Dollar. Würden hier, wenn wir hier direkt einsteigen, von 193,60 7,72 Dollar abziehen, da wären wir ungefähr bei 186 Dollar und da würden wir unseren Stop setzen und wären dann relativ sicher, dass wir nicht von den täglichen Durchschnittsschwankungen gleich weggehauen und aus dem Markt genommen werden. Nun ist das natürlich relativ mühsam, jeden Tag sich hier den ATR anzugucken und dann selber auszurechnen, okay, wie hoch ist der, dann muss ich es multiplizieren, muss das hier abziehen und dann in meine Ordermaske beim Broker eingeben. Das ist natürlich sehr kompliziert. Deswegen will ich dir jetzt diesen Indikator zeigen, der das automatisch quasi erledigt. Um dir diesen Indikator jetzt in seiner Wirkungsweise besser zeigen zu können, gehen wir im Chart gleich
in die Vergangenheit zurück, weil dann können wir quasi im Backtest diesen Indikator uns mal anschauen und gucken, wie zuverlässig er gearbeitet hat. Das Erste, was ich jetzt also mache, ist, gehe ich mal hier in den Replay-Modus in TradingView und gehe mal hier an den Anfang von diesem neu beginnenden Aufwärtstrend im letzten Jahr. Und jetzt füge ich den Indikator ein. Dafür gehe ich hier oben in die Indikatoren und gebe hier ein Interactive, ich habe den schon unter meinen Favoriten, deswegen taucht der hier gleich auf, Interactive ATR Stop Loss. Da klicken wir jetzt mal drauf und jetzt wird dieser Indikator bei uns hier im Chart eingefügt, beziehungsweise wir müssen jetzt einen Punkt bestimmen, Click Location to Begin ATR Trailing Stop Loss. Nehmen wir mal an, ich mache jetzt hier mal den 20er SMA wieder raus, damit der uns nicht irritiert. Wir wären hier bei dieser grünen Kerze eingestiegen. Da hätten wir unseren ersten Stop-Loss gesetzt, weil wir jetzt davon ausgehen, dass der Aufwärtstrend wieder weitergeht. Ich klicke jetzt hier einfach mal in den Chart und du siehst, jetzt hat der Indikator automatisch hier schon reingemalt, wo er zum Zeitpunkt unserer ersten Kursmeldung, also wo wir eingestiegen wären, hier hat er automatisch den ATR berechnet und den Stop-Loss hier unten hingepackt. Jetzt müsste man natürlich mal gucken, ob er hier einen Multiplikator schon drin hat. Jetzt gehen wir hier mal in die Einstellungen, Inputs und genau, jetzt sehen wir hier, Multiplier ist 3. Also er hat dreimal den ATR genommen. Wir könnten das jetzt hier natürlich entsprechend anpassen auf 2 oder 1,5, was immer wir wollen und können auch hier oben übrigens ein Profit-Target einstellen, also unser Chance-Risiko-Verhältnis. Und wir können ja jetzt hier mal, ich mache das mal zur Seite, weil jetzt wird er uns gleich eine Zielscheibe in den Chart malen, achte mal drauf, hier ein Profit-Target von 1,5 eingeben. Und jetzt klicken wir hier auf OK und dann lassen wir das Ganze mal uns anzeigen. Du siehst hier in dem Pop-Up-Window, Profit Target ist jetzt bei $160,92 und die Profit Distance 8,36% und die Loss Distance bei 3,67%, also auch ein vernünftiges Verhältnis. Und jetzt lassen wir einfach mal hier den Indikator weiterlaufen. Du siehst aber auch hier schon, weil die Vergangenheit jetzt hier schon ein bisschen fortgeschritten ist, die nächsten Tage sind schon weitergelaufen, dass der Indikator einen Trailing Stop Loss zieht. Also er orientiert sich am Kursverlauf und wenn der Kurs steigt, so wie hier, zieht er den Stop-Loss automatisch etwas nach. Und jetzt gehe ich hier mal in den Abspielmodus und wir verfolgen mal, wie der Stop-Loss hier nach und nach weitergezogen wird. Wir sehen also hier, ich halte es nochmal an, weil das geht relativ fix, der Kurs steigt und der Indikator zieht automatisch den ATR-Stop-Loss nach und wenn wir den im Chart also installiert haben, dann brauchen wir hier nur unseren Stop ablesen und können das bei unserem Broker in die Ordermaske dann als Stop-Loss eingeben. Das ist deutlich einfacher, als wenn wir hier selbst händisch den ATR einpflegen müssen in den Chart, die Zahl ablesen, also den Dollarwert, dann hier abziehen, gucken, wo ist der aktuelle Kurs von Apple, um dann das wiederum in die Ordermaske einzufügen. Du siehst, das hier ist viel einfacher, weil das geht auf Knopfdruck. Und wenn wir jetzt das hier weiterlaufen lassen, siehst du auch, er hat hier das Profit-Target jetzt erreicht, dann erscheint diese Zielscheibe und wir wissen, okay, von unserem Chance-Risiko-Verhältnis sind wir jetzt hier schon mal an unserer Zielmarke angelangt und jetzt können wir überlegen, ob wir in dem Trade drinbleiben wollen oder ihn weiterlaufen lassen. Ich mache das jetzt mal und du siehst, wie wunderbar dieser Indikator hier weiter, immer weiter den Trailing-Stop-Loss nachzieht, bis wir dann irgendwann ausgestoppt werden. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen und dann gucken wir, wann wir hier rausfliegen. Aber du siehst, das funktioniert hervorragend, wenn du den Stop-Loss immer auf dem Punkt der unteren Linie hast, dann hättest du den ganzen schönen Aufwärtstrend hier mitgenommen. Zack, und dann wären wir hier erst rausgeflogen. Und das ist jetzt hier die ATR gewesen und wir hätten diese ganze Strecke hier mitgenommen. Schau dir also diesen Indikator, den du kostenlos in TradingView findest, einfach mal an. Mach eigene Backtests mit diesem Indikator, experimentiere ein bisschen mit dem Multiplikator, ob du besser 1,5, 2 oder sogar 3 nimmst. Das kommt dann wahrscheinlich auch auf einzelne Werte an, bei welchem Wert welcher Multiplikator besser oder schlechter funktioniert. Und dann denke ich, hast du hier ein wertvolles Werkzeug an der Hand, um deinen Stop-Loss
besser und vor allen Dingen systematisch zu setzen. Viel Erfolg dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass gerne ein Like oder auch einen Kommentar, was du von diesem Indikator hältst. Vielleicht benutzt du andere, lass es mich gerne wissen. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Das hilft mir natürlich bei der Erstellung weiterer Videos. Herzlichen Dank dafür.